Beharrlich Frau Kollegin Pieper das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Und ich glaube, an dieser Stelle halte ich mich jetzt wirklich kurz, Frau Ministerin Lörmann. Das Interessanteste an dieser ganzen Auseinandersetzung vom letzten Thema auch zu diesem scheint ja das Thema Leistung tatsächlich zu sein, wie ich das gerade erwähnt habe. Der propagierte Leistungsverfall, ich glaube, das ist ein weites Feld, das wir tatsächlich mal aufgreifen müssen, was wir uns denn unter Leistung verstehen. Ich habe das Gefühl, da tun sich hier Gräben auf. Da scheint es ganz unterschiedliche Definitionen zu geben. Also zunächst mal müssen wir zu dem Antrag festhalten, dass das Gymnasium die beliebteste Schulform in NRW ist. Das ist unstrittig. Die meisten Eltern wählen diese Schulform für ihre Kinder, und dafür werden sie ganz bestimmt gute Gründe haben. Einer dieser Gründe ist sicherlich, dass die Gymnasien in NRW eine sehr gute, engagierte Arbeit machen und unsere Schülerinnen und Schüler sehr erfolgreich auf das Berufsleben und das Studium vorbereiten. Zu den Anträgen von CDU und FDP kann ich mich daher den Ausführungen von Frau Kehns, der Leiterin eines Duisburger Gymnasiums, nur anschließen. Die Anträge gehen von einer Sorge aus, dass an dem Gymnasium nicht genug Leistung erbracht wird, dass die Gymnasien strukturell benachteiligt werden und dass diese Strukturen einer Weiterentwicklung des Gymnasiums im Wege stehen. Diese Sorge teile ich nicht, und offensichtlich tun das auch die Eltern in diesem Land nicht, sonst würden sie die Kinder nämlich nicht dahin schicken. Schauen wir uns mal den Beschlussteil der CDU, des CDU-Antrags an. Dort wird gefordert, dass die Gymnasien ihren Schülern entsprechend dem Profil der Schule, sie sich die Schüler aussuchen können. Diese Forderung führt meines Erachtens zu einem mehr als intransparenten Auswahlverfahren, wenn nicht mehr nachvollziehbar ist, warum bestimmte Schüler genommen werden, andere aber nicht. Dazu finde ich es sehr gewagt, nach der vierten Klasse schon zu sagen, welche Talente eine Schülerin, ein Schüler entwickelt. Ich hoffe doch, dass man Kindern in dem Alter noch Zeit lässt, zu schauen, wo es hingeht. Daneben, das sehe ich so ein bisschen anders als die Kollegin Bär, die sich darüber freut, dass das Gymnasium für Inklusion offen ist. Ich kann diesen Absatz so nicht lesen, wenn da steht, dass Gymnasien, die möchten, auch zieldifferente Inklusion machen sollen und Unterstützung brauchen. Mich stört dieses Wort möchten. Für mich hört sich das so ein bisschen an. Deshalb noch mal die Frage an die CDU. Ist das so ein bisschen der versteckte Versuch, sich hier als einzige Schulform aus der Verantwortung zu ziehen? Das habe ich nicht richtig verstanden. So, zuletzt fordern Sie dann, Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage von Frau Kollegin Bär zulassen? Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Frau Kollegin Pieper, Sie würden es aber sicherlich schon als doch einen Punkt, den wollte ich ausdrücklich loben, in dem Antrag der CDU verstehen, dass die Debatte, dass zieldifferent nicht am Gymnasium unterrichtet werden kann und unterrichtet werden soll, dass der ausdrücklich nicht drin vorkommt und das zieldifferente Lernen eben auch bei den Gymnasien hier ganz deutlich drinsteht und nicht abgewiesen wird. Wir haben ja andere Debattenlagen schon gehabt. Ja, das ist richtig, das sehe ich genauso. Aber für mich liest es sich so ein bisschen, als ob das in der Freiwilligkeit des Gymnasiums liegt. Da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit, kann man darüber diskutieren. Gut, noch kurz zum Antrag der FDP, der ja schon in der Überschrift die Benachteiligung des Gymnasiums unterstellt. Das teile ich einfach nicht. Ich sehe die strukturelle Benachteiligung nicht. Eine Schule, wie zum Beispiel eine Gesamtschule, oder eine Sekundarschule, die von einem Förderschulabschluss über einen Hauptschulabschluss, über einen Fachoberschulabschluss, über ein Abitur alle Abschlüsse anbietet, hat sicherlich andere Schwierigkeiten und hat andere Bedürfnisse als ein Gymnasium, das für sich beansprucht, und das fordern Sie ja auch ganz konkret, nur aufs Abitur vorzubereiten. Ja? Und insofern, Sie, Herr Kaiser, haben das in dem Antrag ja auch ausgeführt, Sie schreiben, Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Ja, sehe ich auch so. Insofern haben die Gesamtschulen und Sekundarschulen durchaus recht, dass sie eine etwas andere Schüler-Lehrer-Relation bekommen. Also insofern habe ich da kein Problem mit. Ich habe das schon im Ausschuss gesagt. Wir haben wirklich verzweifelt nach Argumenten gesucht, uns zu diesen beiden Anträgen zumindest enthalten zu können. Wir haben sie nicht gefunden, und deshalb lehnen wir die Anträge ab. Danke.